Nach welchen Kriterien kann überprüft werden, ob Maßnahmen zur Personalbeschaffung effizient waren? So, wieder einen Schritt zurücktreten, durchatmen. Es geht um Maßnahmen zur Personalbeschaffung. Wir haben zum Beispiel Stellenanzeigen geschaltet, wir haben Bewerber eingeladen und so weiter und so weiter. Ja, und letztlich haben wir dann vielleicht ein, zwei Leute eingestellt. Und jetzt geht es nicht um Maßnahmen zur Personalbeschaffung, sondern es geht darum, anhand bestimmter Kriterien zu überprüfen, ob das, was wir dort gemacht haben, effizient war. Ja, bitte lesen Sie die Frage richtig. Ich war 12 Jahre lang Prüfer. Sie glauben gar nicht, wie oft es vorkommt, dass die Leute dann Maßnahmen zur Personalbeschaffung dahinschreiben. Das ist nicht gefragt, sondern Kriterien zur Überprüfung der Effizienz dieser Maßnahmen zur Personalbeschaffung. Das ist gefragt. So, was kann man machen? Man landet bei der Überprüfung von Effizienz sehr schnell bei Kennzahlen. Ja, also hier da in dem Bereich zu gucken, ist sicher sinnvoll. Kennzahlen. Welche Kennzahlen können hier angeführt werden? Zum Beispiel die Bewerberquote. Die Bewerberquote ist die Bewerberzahl auf die angebotenen Stellen. Das ist die Bewerberquote. Und das kann man natürlich dann differenzieren. Die Bewerberquote kann man dann aufstellen, einmal für das Medium Zeitung, das wir benutzt haben, für die Stellenanzeigen in der Zeitung und für das Medium Internet, das wir benutzt haben. Ja, wenn wir unterstellt, dass wir diese beiden Medien benutzt haben. Also aufgeschlüsselt, Bewerberquote aufgeschlüsselt, das ist hier sozusagen die Metaebene. Ja, aufgeschlüsselt nach Beschaffungsmedium. Hier zwei Beispiele, Zeitungen und Internet. Das ist die erste Möglichkeit. Dann die Vorstellungsquote. Die Vorstellungsquote ist die Zahl der Vorstellungen im Verhältnis zur Zahl der Bewerbungen. Hier kann man sehen, wie viel Prozent wir eingeladen haben. Und dann kann man überlegen, ob das vielleicht zu viel oder auch zu wenig war. Ja, vielleicht waren unsere Auswahlkriterien hier zu streng oder zu lasch. Die Einstellungsquote. Die Einstellungsquote. Zahl der Einstellungen zur Zahl der Bewerbung, das ist die Einstellungsquote. Ja, vielleicht waren wir auch hier zu streng oder zu lasch. Und ganz wichtig natürlich, Controlling, Kennzahlen im Bereich Personal hat eben sehr viel mit Kosten auch zu tun. Die Beschaffungskosten je Bewerber. Und um das zu errechnen, müssen wir alle Beschaffungskosten dividieren durch die Anzahl der Einstellungen. Ja? Also alle, ja, hier mache ich das, alle Beschaffungskosten dividiert durch die Anzahl der Einstellungen. Und denken Sie daran, Kosten sind betrieblicher Werteverzehr. Also nicht nur das, was Sie an Geld bezahlt haben hier für die Stellenanzeige oder das Internetinserat, sondern auch die Zeit, die verwendet wurde, um Vorstellungsgespräche zu führen. Da müssen Sie die Zeit bewerten mit einem bestimmten Stundensatz und das sind alles Beschaffungskosten. Ja, wenn Sie 50 Bewerbungsgespräche geführt haben und danach nachher zwei Leute eingestellt haben. Und wenn diese 50 Bewerbungsgespräche jeweils eine Stunde gedauert haben, müssen Sie 50 mal irgendeinem Stundensatz rechnen und das hier zu den Beschaffungskosten dazu addieren. Plus die Kosten für die Anzeige, plus die Kosten,
Die Absagen zu schreiben, auch hier sind es nicht nur die Briefmarken, sondern die Zeit, die es braucht, das einzutüten, zu verschicken, die Umschläge und, und. Ja, alle Beschaffungskosten, nicht nur das, was an Liquidität abgeflossen ist. Ja, alle Beschaffungskosten, Kosten sind betrieblicher Werteverzehr, dividiert durch die Anzahl der Einstellungen und dann haben Sie die Beschaffungskosten je Bewerber. Ja, denn das, was hier im Zähler steht, ist alles, was Sie investiert haben, um dann letztlich, sagen wir, zwei Leute einzustellen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.